Hallo, herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. So kurz vom Wochenende wollen wir doch mal besprechen, welche Skills völliger Quatsch sind in Cyberpunk 2077. Also Leute, ab geht's, haltet euch fest, wir legen jetzt los. Verdammte Axt, das... Ach Mann, hier ist auch ein Backenmist. Sorry. Einmal kurz wieder neu starten. Ja, Cyberpunk 2077. Mein momentanes Lieblingsrollenspiel als Singleplayer-Game, das macht wirklich Bock. Und man kann es mittlerweile auch, oder ich habe es jetzt mittlerweile auch vernünftig zum Laufen gebracht. Mehr dazu am Montag. Da gibt es noch ein paar Tricks, die wir anwenden können. Da wird der ganze Spaß in halbwegs guter Grafik mit Raytracing flüssig läuft auf einer 2080 super. Aber heute wollen wir uns erstmal anschauen, welche Skills und Perks absoluter Quatsch sind. So, dann gehen wir jetzt mal hier kurz ins Menü. Wir haben hier unseren Charakter und gehen da auf Charakter und hier die einzelnen Sachen. Ja, und da ist mir aufgefallen, es gibt hier unter cooles Tomahawk. Das ermöglicht das Werfen von Messern. Ja, hier, rechte Maustaste gedrückt halten zum Zielen und links um zu werfen. Klingt erstmal nicht schlecht, bis man dann realisiert, es gibt überhaupt keine Wurfmesser in dem Spiel. Ja, und das ist tatsächlich ein kleines Problem, denn wir werfen mit den Messern, die wir hier im Inventar haben. Das ist absoluter Quatsch. Also wenn ihr jetzt irgendein legendäres Messer gelootet habt und ihr habt das ausgerüstet, dann werft ihr das weg. Und jetzt kommen wir zu Problem Nummer 2. Ihr könnt es nicht wieder aufheben. Also ihr könnt es nicht von den toten Gegnern, die dann am Boden liegen, wieder einsacken und habt es da wieder. Nein, es ist einfach weg. Also es gilt nicht Tomahawk. Ganz wichtiger Tipp von mir. Ich war da nicht so schlau und habe das leider geskillt. Ja, und die Quittung kommt dann hinterher, wenn ihr irgendwelche legendären Items an Messer wegwerft. Und das ist absoluter Käse. Richtig ärgerlich. So, machen wir weiter. Das zweite Skill, was nicht so geil ist, Recycling. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Da dachte ich mir, oh, das ist doch cool. Das skill ich doch mal. Das klingt doch richtig praktisch. Ne, alles wird sofort weggemacht und ihr habt Bauteile zum Craften. Ja, da gibt es nur zwei Probleme. Das Craften ist A, bislang nicht so gut. Vielleicht wird es noch besser. Und B, es gibt ziemlich teure Junk-Items, die ihr für echt viel Eddies, also Euro-Dollars, also Kohle, am Automaten verkaufen könnt. Und ja, die sind dann weg. Das heißt, ihr verschenkt am Anfang des Spiels quasi eine Chance darauf, relativ viel Kohle zu machen, indem ihr den Müll verkauft. Also es gibt so Ketten irgendwie, ich glaube für 700 Credits oder was, die ihr verkaufen könnt. Ja, und die sind dann einfach weg. Die werden zerlegt und ihr seht Kohle nicht mehr. Und gerade am Anfang des Spiels ist das Talent nicht so praktisch. Wenn man genug Kohle hat, kann man das auch mal schön aufleveln. Aber ansonsten zerlegt ihr einfach ihr Müll. Und ja, euer Müll, den, ja, der ist dann weg. So. Ihr habt dann Einzelteile zum Craften, das ist wunderbar, aber ihr habt keine Kohle. Also irgendwo Quatsch. Bringt ein nichts. Und deswegen kann ich euch das nicht empfehlen, zumindest am Anfang. Wenn ihr später genug Kohle habt, dann ist es ja eigentlich Wurst. Ja? Aber es wird halt hier, wie gesagt, aus dem Inventar direkt der Junk instant zerlegt. Ihr könnt es nicht wieder zurückskillen. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich jetzt auf dem PC mit einem neuen Charakter anfange. Und ich mache euch einen richtigen Freak für den nächsten Livestream. Fertig, wir fangen da in den Outlines an, in den Badlines. Da hab ich Bock drauf. Probieren wir einfach mal die andere Origin-Story aus. Also ihr verpasst nichts, ihr könnt dann wieder einschalten. Und ich gebe euch frühzeitig Bescheid, wann der nächste Cyberpunk-Livestream startet. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich kann es kaum erwarten. Sobald ich Zeit habe, wird hier losgelegt. Ja, habt ihr noch irgendwelche Tipps zu Cyberpunk? Irgendwelche Skills, die ihr geil findet oder die ihr schlecht findet? Schreibt mir das mal in die Kommentare, denn ich bin offen für alle möglichen Tipps. Und wenn ihr da auch irgendwas wisst, dann teilt das bitte mit mir oder mit uns allen. Jo, wir sind am Ende des Videos. Dankeschön für eure Geduld und fürs Zuschauen und für die 2700 Abos, ihr seid mega geil. Links gibt es einen Abo-Button, falls ihr noch nicht abonniert habt und mehr Videos. Rechts gibt es ein Dankeschön an alle unsere Supporter und Kanalmitglieder. Und ich kann nur noch sagen, bis denn, euer Dan.